Guten Morgen, Sonnenschein. Heute möchte ich dir eine ganz einfache Feedback-Methode, die du überall anwenden kannst, näherbringen. Falls du sie schon kennst, siehst du es als eine Vertiefung an. Und es ist die Fünf-Finger-Feedback-Methode. Wir können mit diesen fünf Fingern reflektieren. Es verschafft uns einen raschen Überblick über die eigenen Erwartungen und Wünsche und es ist gesunde Psychohygiene. So wie wir Zähne jeder von uns hoffentlich zweimal am Tag putzt, falls nicht, ermutige ich dich dazu. So sollten wir auch sonst einfach Psychohygiene machen, das kommt oft zu kurz. Unter diesem Video habe ich eine Möglichkeit gepostet, für einen Small Group oder Hauskreisabend zu verbringen. Du kannst es anwenden auf Bibeltexte, auf dich selber und deine Woche oder in eine Gruppe. Du brauchst kein Schreibzeug dazu, du brauchst kein Schreibpapier dazu. Und zwar, was gefällt mir? Worauf legt Gott seinen Finger? Oder was wurde mir wichtig? Was stinkt mir? Beziehung, Familie? Was kam zu kurz? Da kannst du auch ganz andere Fragen dazu stellen. Das siehst du ebenfalls unter diesem Video. Und man kann das eben auch in Bezug auf Bibeltexte machen. Das habe ich gemacht und ich habe dazu den Bibeltext aus Matthäus 7, Entschuldigung, Matthäus 8 verwendet der Glaube des Hauptmanns ab Vers 5 bis 13. Als er aber nach Kapernaum kam, also Jesus, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn: Herr, mein Knecht liegt gelähmt im Haus und wird von furchtbaren Schmerzen gepeinigt. Und er sagte zu ihm: Ich werde kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann: Herr, es steht mir nicht zu, dich in mein Haus zu bitten, doch sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Denn auch ich bin einer, für den Befehle gelten und ich habe Soldaten unter mir. Sage ich zu einem, geh, so geht er, sage ich zu einem anderen, komm, so kommt er und sage ich zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu denen, die ihm folgten: Amen, ich sage euch, solchen Glauben habe ich bei niemandem in Israel gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen aus Ost und West und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Die Söhne des Reiches aber werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneklappen sein. Und Jesus sagte zum Hauptmann: Geh, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und in eben jener Stunde wurde der Knecht gesund. Und dann eben meine Fragen dazu, da habe ich ja vorbereitet, um dir ein Beispiel zu geben. Was gefällt mir an diesem Text, dass Jesus den Glauben des Hauptmannes rühmt? Wir erleben das zweimal in den Evangelien bei der syrophönizischen Frau und bei diesem Hauptmann, beides Nichtjuden. Also beides quasi Ausländer. Dann, worauf macht mich dieser Text aufmerksam? Die liebevolle Fürsorge des Hauptmannes für seinen Knecht und zugleich das völlige Vertrauen auf die Autorität und Macht Christi. Was stinkt in diesem Text? Oder ja, genau. Diese Geschichte bezog Jesus nämlich auf die ungläubigen Juden. Im Vers 11 und 12 sehen wir das. Sie warnt uns, wie wir uns selbst um Gottes Willen bringen können, wenn wir an sinnlosen Traditionen festhalten oder nicht bereit sind, die Autorität Christi und die Macht seines Reiches anzuerkennen. Worin siehst du eine Zusage Gottes, ein Versprechen Gottes, dass eben viele mit Abraham, Isaak und Jakob an einem Tisch sitzen werden, so auch wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Und dann, was hast du zunächst überlesen oder was kommt in diesem Text zu kurz? Zum Beispiel Vers 12, dass die Söhne des Reiches in die äußerste Finsternis geworfen werden und Heulen und Zähneklappen sein wird. Und dass der Knecht genau in dieser Stunde, als Jesus redete, geheilt wurde. Und so kannst du diese Feedback-Kultur mit diesen fünf Fingern sehr gut leben. Schau dir doch den Text an, den ich unter diesem Video postete. Man kann verschiedenste Fragen dazu stellen. Und das hilft einem vielleicht auch selber mal so eine Woche zu reflektieren. Also jetzt meine Woche, was gefällt mir diese Woche? Dass ich so viel Kraft hatte, nachdem ich so schwach gewesen war. Worauf legt Gott seinen Finger oder was ist mir wichtig geworden?
immer wieder die Zeiten mit Gott und aus dieser Ruhe zu handeln, was stinkt. Dass ich manchmal jetzt hier im Urlaub geneigt war, zuerst ans Handy zu gehen, statt gerade stille Zeit. Familie, Beziehung. Ich habe immer wieder versucht, darauf zu achten, auch mit meiner Familie hier intensive Zeiten zu verbringen. Was kam zu kurz? Die Gebetsspaziergänge. Ich habe vielmehr das Rad meiner Mutter benutzt. Ich wünsche dir einen gesegneten Freitag. Amen.